Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Vanguard. Ja, dann schauen wir mal, was abgeht. Das war nicht gut. Da bin ich mal wieder einfach blöd gewesen zum Laufen. Oh ja. Knack. Das ist das U-Boot im nächsten Dock. Wir sind nah dran. Unser Trupp ist auf dem Steg. Ich sehe sie. Nicht schießen. Sie haben die Kiste auf das U-Boot verladen. Gebt uns Deckung. Gehen an Bord. Viel Glück, Leute. Ich suche uns einen Weg hier raus. Da ist die Luke. Jetzt gilt es. Suchen wir die Kiste und verschwinden. Also, wir drücken das. Nova, du gehst voran. Die Augen nach vorne. Erledigt. Da ist die Kiste. Novak, du bist der Safe-Knacker. Wärst du so freundlich? Ja, gucken wir mal, was wir da machen. Sind aus. Das kann nicht gut sein. Wir müssen weg. Jetzt. Novak, hilf mir. Granate, Achtung! Novak! Novak! Okay. Auf einmal sind wir blind. Okay, das ist creepy. Pretunculus. Australien. Und auch du. Tu es schon. Nein, wie köstlich. Du hältst dich für britisch. Ein Cambridge-Mann durch und durch. Es ist wirklich stillos, die Stimmung zu ruinieren. Beethovens Sonate Nummer 4 ist exquisit.
Sie verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Nicht wie du. Darf der Neger etwa auch Befehle geben? Und ihr befolgt sie dann? Du weißt, wie es ist, von einem Schwarzen Befehle entgegenzunehmen. Er hat Sinn für Humor. Bitte, fahr fort. Du bist Rheinländer. Vermutlich aus Neustadt? Während der Besatzung waren Franzosen, die aussahen wie ich, mit Waffen in deinen Straßen. Mit euren Frauen. Das höre ich, wenn ihr euch unterhaltet. Okay, also ein bisschen Geschichtsunterricht. Charmant. Wir haben euch geschlagen. Hörst du die Bomben? Wir schlagen euch wieder. Schlagen. Schlagen. Eine interessante Wortwahl. Wie ich schon sagte, jetzt tu es schon. Ja. Das möchtest du. Dich selbst opfern, damit du ein Held bist. Ich bin nicht hier, um dir das zu geben. Ganz im Gegenteil. Oh, was? Nein! Vor euch! Gehört! Du geben, was ihr haltet! Räumt es weg. Den Rest in den Laster. Schauen, was jetzt auf uns zukommt. Novak. Armer Kerl. Leute sterben. Leute sterben, wenn das Kommando Mist macht. Wie zum Teufel ist das Arthurs Schuld? Das geht auf ihn. Und Wade. Der Bastard lässt sein Team setzen. Du hast recht mit Wade. Wenn der sich blicken lässt, bringe ich ihn selbst um. Oh ja, beschuldigen wir einander statt die Deutschen. Soll mich das etwa beeindrucken? Ganz ruhig. Ist doch egal. Friesinger tötet uns sowieso alle. Friesinger? Der Nazi. Der Mörder von Novak. Ist wohl ein Freund von dir. Wir kennen uns. Oh ja? Wer genau kennt? Friesinger! Arthur bringt uns hier raus. Wie? Weil er dein Kumpel ist? War er nicht immer. Aber ich sah ihn in Aktion. Man verliert Männer. So ist der Krieg. Gefallene Soldaten ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast. Wenn du führen willst, musst du lernen, wie es ist, Männer zu verlieren. Dass sie im Vertrauen auf dich sterben. Es gibt nur einen Weg, diese Lektion zu lernen. Mein erstes Mal war am D-Day. Herhören! Wir müssen unser Ziel bis zum Morgengrauen erfüllen! Und es scheint, als wissen die Krautfresser, dass wir kommen. Wir haben nur eine Chance, die Küstenartillerie zu demolieren. Wenn wir versagen, scheitert die Invasion morgen. Ich habe euch hierfür ausgebildet. Lasst euch von der Navy nicht vorführen. Erobert die Kasematten! Sprengt die Artillerie! Und zeigt mit Leuchtsignalen an, dass ihr fertig seid! Okay, jetzt geht es.
doch hinten noch eine Höhle. Okay. Dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal das Ganze ganz langsam. Mal schauen, wie wir das hier wegkriegen. Noch nicht ganz, wie ich das schaffen soll. Come on.
Artillerie! Da lag doch jetzt gerade noch ein Gewehr mit Dings. Eine Granate! Ah!
falsche Waffe, glaube ich, der Hund. Ich glaube, wir sollten mal bei der nächsten Folge weitermachen mit der Operation Tonga.